Ja, und seit den 1960er Jahren haben Mafia-Clans wie Camorra und 'Ndrangheta Deutschland mit einem engmaschigen kriminellen Netz überzogen. Die Folge: Nach Italien ist Deutschland inzwischen der größte Mafia-Standort in Europa, gilt regelrecht als Mafia-Paradies, wie Peter Handjes berichtet. Am frühen Morgen des 15. August 2007 wird die Duisburger Polizei zu einer Pizzeria gerufen. Auf dem Vorplatz liegen sechs Männer von Maschinengewehrkugeln regelrecht hingerichtet. Die ersten Mafia-Morde in Deutschland. Hintergrund der Tat war die Fehde zweier verfeindeter 'Ndrangheta-Familien. Nach Zusammenarbeit von deutschen und italienischen Fahndern wurden die Täter zwei Jahre später festgenommen. In der Wohnung, in der Giovanni Strangio und Francesco Romeo festgenommen wurden, befand sich ein immens hoher Geldbetrag, der noch nicht ausgezählt ist, aber bei dem es sich nach der ersten Schätzung um mehr als 1 Million Euro handelt. Nach letzten Erhebungen leben in Deutschland inzwischen etwa 770 polizeibekannte Mafia-Mitglieder, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Als größte Gruppe mit 505 gilt die 'Ndrangheta, gefolgt von der Cosa Nostra mit 109 und der Camorra mit 101 Mitgliedern. Doch auf jedes Mitglied der Mafia bei uns kommen angeblich weitere Bandenmitglieder, die dem einzelnen Mafiosi zuarbeiten oder ihn unterstützen. Die Geschäftsfelder der Mafia in Deutschland umfassen neben Mord, Waffen- und Drogenhandel, Autoschmuggel, illegale Müllentsorgung, Schwarzarbeit auf dem Bau, Geldwäsche und Schutzgelderpressung. Kommen Geschäftsleute, die bieten ein bestimmtes Produkt an und machen eben deutlich, dass es besser wäre, dieses Produkt zu kaufen. Zum Beispiel eine bestimmte Sorte Wein, die dann zu erhöhten Preisen verkauft wird, oder Pizzakartons. Außerdem ist die Mafia überall dort aktiv, wo öffentliche Gelder fließen. Angefangen von Flüchtlingsunterkünften über Corona-Masken bis hin zu Solar- und Windparks. Das Problem: anders als in Italien ist in Deutschland die Mitgliedschaft in der Mafia nicht strafbar. Gefährlich wird es für Mafiosi nur, wenn die Ermittler ihnen eine Straftat nachweisen können. Das jedoch ist schwierig. Zumal die Mafiosi über Kontakte zu Politik und Justiz verfügen und Bestechung zum Alltag gehört. Es ist durchaus so, dass in Deutschland heutzutage einfach keine Gesamtstrategie gegen die organisierte Kriminalität und gegen die italienische Mafia insbesondere existiert. Meist nur im Rahmen von europaweiten Operationen wie jetzt und in Zusammenarbeit mit italienischen Ermittlern konnte in den letzten Jahren in Deutschland agierenden Mafiosis das Handwerk gelegt werden.